Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war alles nicht allzu überraschend, was da bislang gekommen ist. Auch der Einzelplan 07 birgt ja leider Gottes keine großen Überraschungen. Frau Kollegin Asch, ich möchte zunächst auf das Letzte eingehen, was Sie gerade gesagt haben. Also erstens, wir als Piratenfraktion haben natürlich sehr wohl einen Haushaltsänderungsantrag gestellt. Aber ich weiß ja, dass Sie den ignoriert haben. Das haben wir ja im Ausschuss entsprechend auch schon festgestellt. Wir haben einen Änderungsantrag gestellt zum Kinder- und Jugendförderplan, den sowohl der Kollege Jörg gerade so außerordentlich gelobt hat, den auch Sie gerade so gelobt haben, Frau Kollegin Asch. Wir wollten den Kinder- und Jugendförderplan um 10 Millionen Euro erhöhen. Wir haben festgestellt, und das haben Sie selber ja auch festgestellt, dass in den letzten Haushaltsjahren die Mittel eben nicht vollständig abgeflossen sind. Es sind 15 bis 20 Millionen Euro in den Landeshaushalt zurückgeflossen. Gelder, die eigentlich für die Kinder und Jugendlichen in unserem Lande vorgesehen waren, sind nicht ausgezahlt worden. Wir wollen handeln. Wir wollen dieses Geld den Kindern und Jugendlichen wieder zur Verfügung stellen. Was macht die Landesregierung? Was macht die sie tragende Koalition? Sie ignoriert diese Vorschläge, lehnt ab. Und wie wir gerade festgestellt haben in dem Debattenbeitrag von Frau Kollegin Asch, sie kann sich im Prinzip noch nicht mal daran erinnern, dass ein entsprechender Antrag vorgelegen hat. Kann man machen. Sie haben, Frau Kollegin Asch, Sie haben im Ausschuss auch schon gesagt und gerade das auch noch mal erwähnt, der Opposition fehlte jeglicher Gestaltungswille, was diesen Haushalt angeht. Wir können Sie natürlich bombardieren letzten Endes mit Haushaltsänderungsanträgen, die aber natürlich nicht greifen können, wenn schon während des gesamten politischen Jahres sämtliche Anträge, die aus der Opposition kommen, egal ob von CDU, FDP oder von uns Piraten, sämtliche Anträge ignoriert werden und letzten Endes abgebügelt werden in dem normalen Verfahren. Was sollen dann letztendlich noch Änderungsanträge dann hier bewirken, die sich dann nur auf den Haushalt beziehen, wenn der Gestaltungswille, den wir schon über das Jahr hinweg gezeigt haben, mit entsprechenden Anträgen dann von Ihnen vollständig ignoriert wird? Wir haben Kinder- und Jugendförderplan, habe ich gerade gesagt. Wir wollten das Geld den Kindern und Jugendlichen wieder zur Verfügung stellen. Ein anderer Punkt ist von Ihnen auch schon hier angesprochen worden. Das sind die Kindpauschalen. Jetzt habe ich gerade mehrfach gehört, dass wir irgendwie jetzt doch alle schon wissen, dass ja die Kindpauschalen nicht ausreichen, die Steigerung von 1,5% jährlich nicht ausreichen. Ist auch kein Geheimnis, können wir heute im Pressespiegel auch noch mal entsprechend nachlesen. Wir, lieber Wolfgang Jörg, haben allerdings einen Änderungsvorschlag gemacht. Als wir dieses Jahr das Kinder- und Bildungsgesetz beraten haben im Ausschuss und hier im Plenum, haben wir einen entsprechenden Antrag gestellt. Wir wollten die Erhöhung entsprechend auf 3% jährlich anpassen. Was ist von Ihnen gekommen? Nichts. Ist komplett dann letztendlich von Ihnen abgelehnt worden. Wir waren da gedanklich wesentlich weiter und haben auch dort einen konkreten Vorschlag gemacht, wie Jugendpolitik und Kinderpolitik dort gestaltet werden kann. Zur Kindpauschale, es ist ja, oder zur frühkindlichen Bildung insgesamt, es ist ja nicht nur so, dass diese 1,5% nicht ausreichen. Es ist nicht nur so, und da an der Stelle auch durchaus ein Lob an die Landesregierung, selbstverständlich haben sie dafür gesorgt, dass wir eine Punktlandung hatten beim U3-Ausbau. Das erkennen wir an. Selbstverständlich gab es große Kritik seitens der Opposition im Vorfeld. Das ist glücklicherweise nicht eingetreten, Frau Ministerin, Glückwunsch dazu. Allerdings können wir uns darauf natürlich nicht ausruhen. Ja, wir müssen weiter dafür sorgen, dass U3, Ü3 ausgebaut werden. Kollege Hafke hatte das gerade schon gesagt. Und wir müssen dabei einen Schwerpunkt legen und ein ganz schweres Augenmerk darauf legen, dass die Qualität eben nicht weiter leidet. Und das sagen doch die Träger schon heute, auch was die Steigerung eben dann auch der Kindpauschale angeht. Die Qualität leidet schon jetzt. Wir sind also nicht dabei, die Qualität zu verbessern. Die Qualität leidet momentan. Die Qualität nimmt ab. Und hier gilt es erstmal, diesen Punkt tatsächlich hier aufzugreifen in der Familienpolitik dieses Landes, da die Spirale zu stoppen, weiterhin für ausreichende Plätze zu sorgen, für die Qualität in den Kitas zu sorgen. Und da sind Sie leider
uns, glaube ich, noch eine ganze Menge schuldig. Ich finde es bedauerlich, dass Sie unsere Anregungen nicht annehmen, die wir regelmäßig machen. Und insofern werden wir natürlich den Einzelplan 07 an der Stelle auch ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr